Sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, sehr geehrte Gäste aus der Stadt und dem Umland, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte liebe Frau Aßmann, lieber Herr Aßmann, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung der Ruperto Carola Ringvorlesung Immaterielles Erbe, eine Zukunftsressource. Damit würdigt die Universität das 20-jährige Bestehen der UNESCO-Konvention zum Erhalt des immateriellen Erbes. Mein Name ist Thomas Schmidt. Ich lehre das Fach Cultural Heritage und Kulturgüterschutz an der Universität. Es ist uns eine besondere Freude und Ehre, dass wir Sie, liebe Frau Aßmann, für einen Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung gewinnen konnten. Die Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlichte am vergangenen Freitag eine Ankündigung des heutigen Abends mit dem Satz: Die renommierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann ist zu Gast bei der Ringvorlesung der Universität. Ich hatte mich bei der Vorbereitung des heutigen Abends gefragt, ob ich Sie als die renommierteste und bekannteste lebende Kulturwissenschaftlerin im deutschsprachigen Raum vorstellen dürfte, wobei diese Formulierung, gedacht als generisches Femininum, selbstverständlich die männlichen Kollegen mit einschließen sollte, mit Ausnahme vielleicht ihres Herrn Gatten. Und in der Tat scheint mir dies für den Bereich der Kulturwissenschaften der Fall zu sein. Andere öffentlich bekannte Stimmen der Wissenschaft rechne ich den Sozialwissenschaften oder der Philosophie zu. Da ich andererseits dazu keine passende Umfrage unter der allgemeinen Bevölkerung oder unter FachwissenschaftlerInnen oder Ähnliches als Beleg für meine These anführen kann, schließe ich mich dem etwas auch für Wissenschaftler in diesem Fall gebotenen vorsichtigeren Duktus der Rhein-Neckar-Zeitung und nebenbei der Kommunikationsabteilung der Universität an, wenn ich nun sage, dass sie gewiss eine der renommiertesten und sicher auch bekanntesten KulturwissenschaftlerInnen im deutschen Sprachraum sind. Einem Heidelberger Publikum, zumindest einem akademischen Publikum, sind sie wohl bekannt. Trotzdem gebührt es sich, ihrem Vortrag einige Stationen und inhaltliche Stichworte ihrer wissenschaftlichen Biografie voranzustellen, vielleicht auch im Hinblick auf zum Beispiel jüngere Studierende, die ihren Schriften noch nicht begegnet sind. Sie sind, wenn ich mir das erlauben darf, in einem ausgesprochen bildungsbürgerlichen Umfeld aufgewachsen. Ihr Vater, der evangelische Theologe Günther Bornkamm, war 1965/66 Rektor dieser Universität. Hier an dieser Universität studierten sie Anglistik und Ägyptologie. Sie lernten ihren späteren Ehemann, den Ägyptologen Jan Aßmann, kennen und habilitierten sich 1992 an der Neuphilologischen Fakultät. Bereits ein Jahr später erhielten sie einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz, wo sie bis zu ihrer Emeritierung 2014 blieben, unterbrochen durch Gastprofessuren unter anderem in Houston, an der Yale University und in Wien. Sie erhielten zahlreiche Preise und Würdigungen, von denen ich nur wenige nennen möchte, etwa 2008 eine Ehrendoktorwürde der Universität Oslo in Bezug auf ihre Arbeiten zum Thema des kulturellen Gedächtnisses und, was sicher sehr ungewöhnlich ist, mehrere Preise, welche sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jan Aßmann erhielten, darunter 2018 den auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommenen Friedenspreis des deutschen Buchhandels und ein Jahr zuvor den Karl-Jaspers-Preis, verliehen hier in Heidelberg. Dass ein Ehepaar gemeinsam Preise erhält für seine Forschungen und Publikationen, obwohl beide Partner in Fächern Lehrstühle haben, welche man auch auf den zweiten Blick kaum als benachbart betrachten dürfte, nämlich Ägyptologie und Anglistik, mag immer noch verblüffen. Sie haben nun auch keineswegs völlig identische Forschungsschwerpunkte, aber sie arbeiten seit mehr als 40 Jahren in ihren Forschungen, Publikationen und Gesprächen mit gemeinsamen Begriffen und Konzepten.
Sie haben sich immer wieder gegenseitig angeregt, nehmen in ihren Schriften aufeinander Bezug, so dass das intellektuelle Gespräch, welches sie zu Hause miteinander führen, ein Stück weit auch für die Leserschaften ihrer Werke transparent wird. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Arbeitens, das sie in verschiedene Richtungen ausdifferenzierten, steht der Begriff des kulturellen Gedächtnisses. Ihr Ehemann untersuchte seinen Wandel in antiken Kulturen. Eine grundlegende Veröffentlichung stammt bereits von 1992. Sie schlossen 1993 ihre Habilitationsschrift hier in Heidelberg ab unter dem Titel Erinnerungsräume, Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, welche 1999 in überarbeiteter Form publiziert wurde. In dieser Schrift ist auch bereits ihre Auseinandersetzung mit den Erinnerungskulturen des 20. Jahrhunderts angelegt, insbesondere gegenüber den Verbrechen der NS-Diktatur, wozu sie im Laufe der letzten Jahrzehnte zahlreiche, viel beachtete, auch viel diskutierte Publikationen vorlegten. Gerade auch in diesem Kontext dürften ihre Arbeiten heutigen Studierenden begegnen. Dies trifft regelmäßig auch für die Studierenden unseres Masterstudiengangs Cultural Heritage und Kulturgüterschutz zu. Für den heutigen Abend haben wir Sie gebeten, und ich möchte mich an dieser Stelle insbesondere bei meiner Kollegin, der Musikwissenschaftlerin Christiane Wiesenfeld, für die Ermutigung danken, Sie einzuladen. Wir haben Sie gebeten, über ein Thema zu sprechen, zu dem Sie bisher nicht explizit publizierten, nämlich über die Kategorie des immateriellen Erbes, zu dessen Erhalt die UNESCO 2003 eine Konvention verabschiedete. Und diejenigen, die die Ringvorlesung schon länger verfolgen, haben dazu ja schon einiges gehört. Wir danken Ihnen, Frau Aßmann, dass Sie diese Anregung aufgegriffen haben. Selbstverständlich sind unmittelbar Bezüge erkennbar zwischen diesem Thema und Ihren bekannten Forschungsschwerpunkten, dem kulturellen Gedächtnis und den Erinnerungskulturen in Gesellschaften, was eine solche Einladung und Ihre Annahme rechtfertigt. Welche Verbindungen Sie nun konkret ausmachen, wie Sie diesen nachspüren, ja, auf diese Auflösung sind wir selbstverständlich hochgespannt. Ich durfte, wie vielleicht auch einige der heute im Publikum Anwesenden, Zeuge sein einer außerordentlichen Veranstaltung des Forums der Rhein-Neckar-Zeitung Anfang April diesen Jahres, in welchem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jan Aßmann Einblicke in ihre beiderseitige Arbeit, ihre Berufsbiografien gegeben haben. An diesem Abend hatten sie bereits mehrfach auf die UNESCO-Konvention von 2003, also das Thema des heutigen Abends, verwiesen und auf die Relevanz, welche sie dieser UNESCO-Konvention zumessen. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute Abend Ihre Gedanken dazu mit uns teilen wollen. Frau Aßmann, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Studierende. Lieber Herr Schmidt, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, denn Sie haben mir eine Aufgabe gegeben, die es mir hier ermöglicht, nochmal so etwas wie einen Rückblick auf die Entstehung unserer beider Theorie zu werfen. Und deswegen entschuldige ich mich jetzt schon für ein ungebührliches Maß an Selbstthematisierung, was Sie jetzt gleich hören werden. Aber in gewisser Weise werde ich Ihnen auch das Thema, das Sie jetzt schon anklingen ließen, eben auch mal vorführen, wie es entstanden ist, als es eben noch nicht entstanden war. Ich beginne mit einer neuen Medienwissenschaft. In den 60er Jahren, so weit muss ich hier zurückgehen, entstand eine neue Medienwissenschaft. Sie entwickelte sich zusammen mit den Ursprüngen der digitalen Computertechnik, von der man damals allerdings noch sehr wenig mitbekam, denn diese Entwicklung war noch in platzgreifende Rechenzentren ausgelagert. Darmstadt war so eine Hochburg.
An den Universitäten wurde diese Medienwissenschaft dann gleichzeitig, 2 Jahrzehnte später, erst mit den handlich gewordenen häuslichen PCs in den 80er Jahren etabliert. Die Grundfragen der Medienwissenschaft haben eben auch Jan Assmann und mich sehr stark beeinflusst, als wir anfingen, uns mit dieser Idee des kulturellen Gedächtnisses zu beschäftigen. Wichtige Impulse kamen damals aus England und Kanada von Kulturanthropologen und ihren vergleichenden Studien in Afrika, Europa und Asien. Also wichtig ist von vornherein die Überschreitung des eurozentrischen Horizonts. Einer von ihnen war Jack Goody. Er hatte bereits 1968 einen Sammelband über Literacy in Traditional Societies veröffentlicht, der 1981 in der neuen STW-Reihe, übersetzt von Friedhelm Herbort, erschien unter dem Titel Entstehung und Folgen der Schriftkultur. Auch das ist ein Jubiläum, denn die STW-Reihe wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Weitere einschlägige Texte zum Thema Schriftlichkeit und Mündlichkeit kamen von der Toronto-Schule, die die Medialität von Kultur und Kommunikation zu ihrem Thema machte. Ihr Zugpferd, das kennen Sie alle, war Marshall McLuhan, der weltweit als Medienphilosoph auf sich aufmerksam machte. Noch wichtiger für uns war das Buch eines Kollegen von ihm namens Eric Havelock, den wir sogar noch persönlich kennenlernen konnten. Das Buch hieß Die Muse lernt schreiben und es erzählt die Anfänge der Alphabetschrift in der griechischen Kultur. Diese Bücher waren sehr wichtige Stationen auf unserem Weg in Richtung kulturelles Gedächtnis. Mit ihnen stand die Grundfrage nach der Medialität von Überlieferungen ganz klar im Raum. Und es war sicher kein Zufall, dass sich diese Frage in der Zeit des anbrechenden elektronischen Zeitalters und nicht zu vergessen der Dekolonisierung Afrikas mit neuer Dringlichkeit stellte. Diese neuen Fragen nach der Verfasstheit von Kommunikationsmedien und Überlieferungstechniken, das gehört für uns immer zusammen, waren uns also aufgegeben und wir haben Wege gefunden, sie im Verbund mit Freunden und Geistesgenossen im Kreis unterschiedlicher Fächer, und jetzt betone ich das auch, jenseits der Pfade und Strukturen der Universitäten zu erforschen. Wir haben damals also kein Exzellenzcluster oder SFB gegründet, sondern wir haben unsere Freunde und Kollegen einfach mit Briefen aufgefordert, E-Mails gab es ja noch gar nicht, uns zusammenzutun, und alle unsere Treffen fanden außerhalb der Universitäten statt. Wir haben Förderung gefunden und haben dann auch Bände veröffentlicht, aber das war alles extra universitär. In der Zeit war ich nämlich überhaupt nicht an der Universität mehr beschäftigt, aufgrund unseres beginnenden Kindersegens. Aber dadurch entstand auf diese Weise unsere Variante einer Kulturwissenschaft, die es damals so noch nicht gab. Diese Medien, ja, das sind einige dieser Bände, die wir damals in dieser Reihe zusammen eruiert und gemeinsam dann auch veröffentlicht haben. Diese medienhistorischen Ansätze, die die Geschichte der Schrift und die Alphabetisierung nachzeichneten, haben damit zugleich die Aufmerksamkeit auch auf das gelenkt, was durch die lange Erfolgsgeschichte der Schriftkulturen verdrängt und marginalisiert worden war. Auf Gesellschaften nämlich, die ihre Überlieferung ganz oder auch teilweise ohne das Hilfsmittel der Schrift tradierten. Forschungen auf dem Gebiet der mündlichen Überlieferung gehen auf Milman Perry in den 1930er Jahren und auf seinen Schüler Albert Lord in den 1960er Jahren zurück. In teilnehmender Beobachtung untersuchten sie die Praxis der besonderen Techniken im serbischen Gedächtnis der Landbevölkerung und besondere Techniken, um dieses lange Heldenlied über die Niederlage auf dem Kosovo, auf dem Amselfeld 1389, über Jahrhunderte hinweg rein mündlich zu tradieren. Mit diesen empirischen Anschauungen und Analysen konnten sie noch
gegenwärtige Praktiken nutzen, um Aufschluss über die Kompositionstechniken Homers zu gewinnen. Der Vergleich von mündlichen und schriftlichen Kulturen war auch das Thema des Jesuitenpaters Walter Ong, Orality and Literacy, The Technologizing of the Word. Die Mündlichkeit spielte auch eine Rolle in der Oral History Forschung, die ebenfalls in den 60er Jahren entstand. Diese Bewegung wurde von einer neuen Generation von Historikern ins Leben gerufen, die eine skeptische Grundhaltung gegenüber den offiziellen Quellen ihrer Zunft entwickelten. Sie stellten dabei nicht die Glaubwürdigkeit schriftlich archivierter Quellen in Frage, aber sie hielten sie nicht mehr für repräsentativ genug. Sie kritisierten die Grenzen und die Ausschlussmechanismen, die in allen historischen Quellen wirksam sind. Die Pioniere der Oral History Forschung waren linkssozialisiert und suchten nach Möglichkeiten einer inklusiveren Form von Geschichtsschreibung. Sie wollten sich nicht mehr auf die Haupt- und Staatsaktionen beschränken und dabei ausschließlich staatliche Institutionen und privilegierte politische Akteure zu Wort kommen lassen. Archive, so stellten die jungen Historikerinnen fest, sind zwar die unersetzliche Grundlage professioneller Geschichtsschreibung, aber sie reproduzieren auch automatisch die Machtstrukturen der regierenden und dominanten Klasse. Um das Wissen über die Vergangenheit zu erweitern, erfanden sie ein neues Medium und eine neue Methodologie, indem sie von der Schriftlichkeit zum mündlichen Interview übergingen. Schufen sie einen neuen Typ von Geschichtsquelle, der durch die Fragestellungen und Erkenntnisinteressen der Forschenden überhaupt erst zustande kam. Das leitende Interesse der Pioniere der Oral History lag darin, eine Geschichte von unten zu schreiben. Sie sollte neue Zugänge zur Vergangenheit öffnen und dabei Licht ins Dunkel der vergessenen Alltagskultur, der Frauengeschichte und der Geschichte der unteren Klassen bringen. Diese Fragen der Medialität der Kultur in Form der Mündlichkeit oder Schriftlichkeit haben eben auch unsere Arbeiten zum kulturellen Gedächtnis auf die Spur gesetzt. Anhand dieses Begriffs untersuchen wir inzwischen die medialen Bedingungen kultureller Überlieferung und den Stoffwechsel von Erinnern und Vergessen innerhalb von Gesellschaften, Nationen, Religionen. Am Anfang stand dabei die Unterscheidung mündlich-schriftlich bzw. die zwischen schriftverwendenden Kulturen und oralen Gedächtniskulturen ohne Schrift. Schrift und Gedächtnis hieß deshalb auch die erste Publikation unseres Arbeitskreises, die eine Reihe von inzwischen 12 Titeln zu kulturtheoretischen Themen eröffnet. Der Band geht auf eine Tagung im neu gegründeten Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld im Jahre 1979 zurück. Weil unsere Expertise in den Altertumswissenschaften lag und der Literaturwissenschaft meinerseits, haben wir den Weg zum kulturellen Gedächtnis zunächst über die Texte gefunden. Wir haben dabei die Schrift als externen Gedächtnisspeicher untersucht und gefragt, was passiert mit einer Kultur, wenn sie aus der Mündlichkeit kommend auf das Medium Schrift umstellt? Welches Prestige haben Schrift oder Gedächtnis in unterschiedlichen Kulturen und wie greifen sie diese auf und machen sie sich zunutze? Für solche Fragen wurde für uns eine emblematische Szene in Platons Dialog Phaidros zu einem Schlüsseltext. Es geht hier um eine kurze Erzählung, die selbst die Form eines Dialogs hat und von Sokrates erzählt wird. Die Protagonisten dieser Geschichte, das ist eine authentische Konfrontation, jetzt nicht der Geschichte von Sokrates, aber eines ägyptischen Schreiber, der andächtig vor seinem Zunftgott, nämlich dem Gott Tod, sitzt, und er hat als Schreiber den typischen Schneidersitz, in dem sein Schurz dann
Blatt liegt und das Blatt auf das Papyrusblatt, das er beschreibt, dann sehr gut als Schreibtisch oder Unterlage genutzt werden kann. Und diese Konstellation versuchen wir auch mit diesem Bild wiederzugeben, Todd, in diesem Fall Ibis köpfig auf der rechten Seite. Also zurück zu der Geschichte des Sokrates. Es geht hier um zwei Dialogpartner. Der eine ist der König Thammus. Wir nehmen jetzt mal das Gegenüber als König Thammus und auf der anderen Seite der ägyptische Gott Thoth. Ibisköpfig, Erfinder nicht nur der Schrift, sondern auch der Brettspiele. Dieser Thoth tritt wie ein Vertreter mit seinem Köfferchen vor den König Ägyptens und preist ihm sein Produkt an. Dabei zeigt er ihm die Buchstaben, die er erfunden hat, und prahlt: Ich habe hier ein Heilmittel gegen das Vergessen gefunden. Die Antwort des Königs Thammus dämpft aber seinen Enthusiasmus. Er sagt: Es ist eines, so erwidert der König, eine neue Erfindung zu machen und ein anderes, sie zu bewerten. Das können wir heute anlässlich von ChatGPT auch sagen. Es ist eines, die Erfindung zu machen, ein anderes, sehr schwieriges, sie zu bewerten. Und jetzt kommt Thammus oder Sokrates: Denn nicht ein Heilmittel gegen das Vergessen hast du erfunden, sondern eines, das Vergessen befördern wird. In dieser Anekdote hat Platon seine Schriftkritik versteckt. Er hielt nichts von der neuen Technologie, von der er fürchtete, dass sich diese Schrift überall, wie er sagt, herumtreibt und Wissen verbreitet oder verbreitert, was dann den Status der Eingeweihten und Weisen problematisch macht. Er hatte recht, die Alphabetschrift, die in kurzer Zeit gelernt werden kann, ist in der Geschichte zu einem machtvollen Medium der Demokratisierung geworden. Mit unserer Forschung haben wir uns auf diesen Weg der Schriftlichkeit begeben und dabei auch sehr genau auf die Bedeutung unterschiedlicher Schriftsysteme für die jeweiligen Kulturen geachtet. Komplexe, ikonische Schriften, esoterische Schriften oder eben rational-alphabetische. Kulturen haben die Aufgabe, Informationen, die für die Identität einer Gruppe wichtig sind, über die Todesschwelle ihrer Mitglieder zu retten. Sie sind Langzeitprojekte, die nicht von heute auf morgen in die Welt gesetzt werden und in der Regel auch nicht von heute auf morgen verschwinden. Sie vermitteln Orientierung, ermöglichen Zugehörigkeit und öffnen einen Referenzhorizont, der von den Mitgliedern der Gruppe auf unterschiedliche Weise genutzt, verändert, abgeschafft oder umgeschaffen werden kann. Nachhaltigkeit ist deshalb nicht nur ein Desiderat für den Umgang mit ökologischen Ressourcen, sondern auch die Existenzform kultureller Überlieferungen. Die Reproduktion und Tradierung kultureller Ressourcen versteht sich dabei ebenso wenig von selbst wie die Bestandswahrung natürlicher Ressourcen. Westliche Gesellschaften haben ihr kulturelles Gedächtnis verschriftet und ausgelagert. Sie gründen sich auf eine Geschichte, die in Texten, Bibliotheken, Museen und Archiven bewahrt ist und ausgestellt wird. Also in Bibliotheken, in Museen und in Archiven. Das ist übrigens ein Internetarchiv aus dem Internet und die Empfehlung, dass man sich ein solches anlegen sollte, sonst sind diese ganzen Erinnerungen schnell wieder vergessen. Ganz anders wird das kulturelle Erbe in indigenen Gedächtniskulturen tradiert. Sie machen den Körper zum Medium der Erinnerung und dabei ist der Körper dann selbst das Archiv. Im Körper und durch den Körper wird die für die Gruppe wichtige Überlieferung bewahrt, aufgeführt, weitergegeben. Meine These ist nun, dass ebenso wie ein ökologisches Denken erst vor dem Hintergrund der fortschreitenden Zerstörung natürlicher Ressourcen entstanden ist, auch der Begriff des kulturellen Gedächtnisses erst mit einem wachsenden Bewusstsein der prekären historischen, politischen und medialen Voraussetzungen von Überlieferung aufkam. Denn
Es waren vor allem drei Denkanstöße, die möchte ich hier nochmal rekapitulieren, die unsere Forschung auf den Weg gesetzt haben. Den ersten Anstoß, zunächst habe ich ja mal die Bücher erwähnt, aber es gab auch noch weitere Anstöße. Den ersten, es war das neue Medienbewusstsein, das mit der Einführung der Digitalisierung in den 80er und 90er Jahren begann. Die elektronische Schrift hat unsere Vorstellung von Schreiben und Speichern eben tiefgreifend revolutioniert und eine Zukunft eingeleitet, die uns weiterhin mit Fragen und Herausforderungen in Bewegung hält. Der zweite Denkanstoß war dann die Rückkehr der Holocaust-Erinnerung in den 1980er Jahren, also nach 4 Jahrzehnten kollektiven Beschweigens nach 1945. Für die traumatischen Erfahrungen der Überlebenden und damit verbunden die Anerkennung der unabweisbaren historischen deutschen Schuld gab es nach 1945 noch keine breite gesellschaftliche Resonanz. Auch dieser Anstoß war verbunden mit der Einsicht in die Fragilität des Erinnerns und in die Dringlichkeit ihrer Stützen. Der dritte Anstoß nun geht auf einen Satz aus einer Rede zurück, die der malische Schriftsteller und Ethnologe Amadou Hampataba 1960 vor der UNESCO gehalten hat. Auf der ersten Tagung in Bielefeld 1979 gab es bei uns auch einen Vortrag über Afrika und darin wurde genau dieser Satz zitiert, den er ausgesprochen hat. Der Satz lautet: Mit jedem Greis, der in Afrika stirbt, verbrennt eine Bibliothek. Every old man that dies is a library that burns. Dieser Gedanke macht den prekären Status sogenannter Gedächtniskulturen deutlich, die ihre identitätsbildende Überlieferung eben nicht stabil und dauerhaft in Bibliotheken, Museen, Archiven oder Denkmälern auslagern, wie das die westlichen Gesellschaften tun. Ein Kulturerbe, das nicht die Stütze von Schrift und Buch in Anspruch nimmt und allein durch Vortrag, Performance und stetige Wiederholung von Generation zu Generation weitergegeben werden muss, erfordert eine extrem aufwendige Praxis mit besonderer Übung, Fähigkeiten und Vermittlern. Und nicht nur das, sobald die Rahmenbedingungen traditioneller Lebensformen sich durch abrupte Brüche wie Modernisierung oder Dekolonisierung ändern, ist damit automatisch auch die Weitergabe des kulturellen Erbes gefährdet. In Gesellschaften, die durch äußere Umstände oder innere Umstürze aus ihrer traditionellen Bahn geworfen sind, ist das lebenswichtige Überlieferungswissen innerhalb der Gruppe nicht mehr gesichert. Was unterbrochen wird, reißt ab und geht für immer verloren, womit auch der lebenswichtige Kontakt zu den Ahnen gestört und damit die ganze Ökologie der Kultur gefährdet wird. Und das möchte ich Ihnen mal an einem ganz anderen Bild zeigen. Das sind 4 Fenster einer Kirche in Chartres. Und da sieht man die 4 Evangelisten, die sitzen auf den Schultern von 4 alttestamentlichen Propheten. Und hier wird wirklich so etwas abgebildet wie eine körperliche, mündlich tradierte Überlieferung. Man sitzt auf diesen Ahnen drauf, man hat das von ihnen gelernt. Das heißt, man steht ihnen gar nicht gegenüber, wie in einem Buch, was man liest, das man wirklich mit sich konfrontiert. Und schon gar nicht ist es eine Überlieferungsform, die sich über das andere stellt und es damit auslöscht, also durch Innovationszwang. Wir machen das Neue, wir vergessen das Alte. Also man sitzt auf den Schultern der Ahnen, das ist in dieser mittelalterlichen Abbildung, finde ich, noch sehr gut erhalten. Es hat fast ein halbes Jahrhundert gedauert, bis die von Hampataba ausgesprochene UNESCO, die angesprochene UNESCO tatsächlich Kriterien gefunden hat, um diese verkörperte Form der Tradierung aufzuwerten und mit einem neuen Rechtsbegriff als Intangible Cultural Heritage zu stützen. Ein halbes Jahrhundert. Erst mit diesem Begriff wurde im Jahr 2003, vor 20 Jahren,
die mündlich-körperliche Variante der Tradierung des kulturellen Erbes in ihrer Bewertung mit westlichen Medien des kulturellen Gedächtnisses wie Bibliothek, Museum und Archiv gleichgestellt. Die Qualität von Kulturen war bis dahin ausschließlich am Maßstab materieller Hinterlassenschaften westlicher Kulturen gemessen worden. Wer in Sachen Kulturerbe keine Museen, Archive oder Bibliotheken aufzuweisen hatte, sondern nur Griots, Barden, Folklore als physisch prekäre oder ephemere Träger von Traditionen, der blieb, wie es Hegel in seinen Vorlesungen über Afrika ausdrückte, geschichtslos und unaufgeschlossen. Und er hatte deswegen auch keinen Platz in der Weltgeschichte. Der Historiker Leopold von Ranke ließ deshalb die Geschichte überhaupt erst da beginnen, ich zitiere, wo die Monumente verständlich werden und glaubwürdige Zeugnisse vorliegen. Also sie liegen, sie stehen gar nicht, weil sie nicht artikuliert werden, sie liegen, weil man mit den Augen von oben wie auf Schrift eben blicken kann. Mit dem Konzept des Intangible Cultural Heritage, des immateriellen Kulturerbes, hat die UNESCO einen wichtigen Prozess der Dekolonisierung des Westens und der Emanzipation von Gedächtniskulturen eingeleitet. Damit wurde eine flagrante kulturimperialistische Schieflage beendet. Endlich wurde anerkannt, dass es eben nicht nur, wie ich es nenne, exkarnierte, also aus dem Fleisch herausgeholt, aus dem Körper herausgeholt, sondern auch inkarnierte, verkörperte Medien des kulturellen Gedächtnisses gibt und Kulturen auch durch Aufführungen und Praktiken, durch Singen und Tanzen, Musizieren und Erzählen, Kochen und Töpfern, Riten und Feste über Generationen hinweg aufrechterhalten werden. Das Buch, das das Umdenken in der UNESCO und die Wende zum immateriellen Kulturerbe eingeleitet hat, stammt von Diana Taylor. Es hat den Titel The Archive and the Repertoire, Performing Cultural Memory in the Americas. Ich hatte im Juni 2018 Gelegenheit, ein Gespräch mit Diana Taylor an der Uni Zürich zu führen. Eine Schülerin von mir, die Juniorprofessorin Anna Sobral, die zufälligerweise ab morgen, glaube ich, in Heidelberg einen Workshop leiten wird. Anna Sobral hatte dieses Treffen organisiert. Für mich war das die Gelegenheit, einen verlassenen Pfad unserer Forschungen nach fast 40 Jahren wieder aufzunehmen. Diana Taylor ist im Norden Mexikos aufgewachsen und lehrte an der NYU Performative Studies. Sie stammt aus einer weißen Familie, hat aber seit ihrer Kindheit die kulturelle Grenze und das politische Machtgefälle zwischen Nord- und Südhemisphäre der Amerikas erfahren. Deshalb dient ihre Forschung auch der Dekolonisierung Mittel- und Südamerikas und dem Aufbau eines sozialpolitischen Gegengedächtnisses. Denn wer Archive vorweisen kann, hat die politische Macht. Archive sind eine Waffe des Kolonialismus. Wer schreibt, der bleibt. Sie erinnern sich vielleicht noch, das war einmal ein Slogan der Post, als es die überhaupt noch gab und für sie für sich Reklame machte. Schrift öffnete den Zugang zu Eliten und definierte nationale Identität. Wer keine Archive aufzuweisen hatte, blieb unsichtbar und verstummte in der Geschichte der Sieger. Während Jan Assmann und ich an der Schwelle der digitalen Revolution die Medien des kulturellen Gedächtnisses erforschten und uns ins Studium verkörperter, exkarnierter Kulturen vertieften, erforschte Diana Taylor die Formen des verkörperten kulturellen Gedächtnisses. Ihre Schlüsselbegriffe sind Performance und Repertoire. Sie fragt, wie überträgt und verstetigt einstudiertes Ausdrucksverhalten, eben Performance, kulturelles Gedächtnis und Identität? Der Begriff der Performance umschließt konkrete Akte,
der Aufführung und er steht hier verallgemeinernd für eine Form von Kultur, die sich im aufführenden Gemeinschaftshandeln, also es sind immer Zuschauer einbezogen, vollzieht und erneuert. Der Begriff markiert damit nicht nur eine besondere Form der Übertragung und Überlieferung, sondern steht auch für eine eigene Episteme, das heißt eine genuine Form von Wissen, eine besondere Form von Welterfahrung oder Weltmodellierung. Auf diese Episteme hat sich bereits Hampata Bar bezogen und hat dafür deutliche Worte gefunden, die sogar auch, würde ich sagen, ein bisschen an Sokrates in dem Phaedros-Dialog erinnern. Er hat gesagt, ich sage das jetzt mal auf Englisch, "Writing is one thing and knowledge is another." Schreiben ist eines und Wissen ist etwas anderes. Writing is the photography of knowledge, also ein abfotografiertes Wissen, aber keine wirkliche wirkliches Wissen. Knowledge is a light which is in man. Also das ist das Wissen, das ist, steckt schon hier drin in uns. It is the heritage of all the ancestors, of all that the ancestors knew and have transmitted to us as seed, als ein Saatkorn, haben das die Ahnen in uns hineingelegt, just as the mature Baobab is contained in its seed, genauso wie dieser riesige Baobab-Baum in seinem Samen enthalten ist. So viel zur Episteme des verkörperten Gedächtnisses. Der Begriff Performance hat inzwischen in vielen Fächern neue Perspektiven erschlossen und unseren auch Begriff von Kultur grundlegend umgebaut. Seine erstaunliche Produktivität hängt sicher auch mit diesem ganz breiten Bedeutungsspektrum zusammen. Dieses Bedeutungsspektrum reicht vom theatralischen und spektakulären als einer herausgehobenen Darbietung für Zuschauer bis hin zu Formen allgemeiner Teilhabe in sozialen Skripts, wie es heißt, oder habitualisierten Handlungen auf der Bühne des Alltags. Der Performance-Begriff hat auch unsere Hierarchien durcheinandergebracht. Im neuen Medienzeitalter der sozialen Medien, mit den vielen Bildern, die wir austauschen, hat plötzlich die Aufführung Priorität, die kollektives Leben formt und umformt, und dann erst kommt die schriftliche Produktion, die im Buchzeitalter damals noch den individuellen Ausdruck ermöglichte und betonte. Eine weitere neue Perspektive dieses Ansatzes besteht darin, dass es inkarnierte Übertragungs- und Überlieferungssysteme gibt. Ein solches inkarniertes Speichersystem ist das Repertoire. Das Repertoire ist das Gedächtnisarchiv des Körpers. Aufführungen oder eines Theaters, das was gleichzeitig gespielt werden kann. Aufführungen sind zugleich kraftvolle Transferakte, die soziales Wissen, Erinnerung und ein Gefühl gemeinsamer Identität durch wiederholtes Handeln oder twice behaved behavior vermitteln. Das Repertoire ist ein verkörperter kollektiver Wissensspeicher, auf den Individuen einer Gruppe zugreifen können. Man kann aktiv mit unterschiedlicher Intensität an ihm teilhaben, zum Beispiel beim Singen eines Liedes, das wir entweder mit allen Strophen oder nur mit dem Refrain oder nur mit einem passiven Mitsummen mitsingen. Das Wort Erinnern ist doppeldeutig. Man kann sich an etwas erinnern, was man einst selbst erlebt hat. Man kann sich aber auch an etwas erinnern, was man gelernt hat. Das Resultat ist unterschiedlich. Im einen Falle aktiviert man sein objektives Wissen, im anderen seine subjektive Erinnerung. Das Wissen, das man sich als Lernstoff erworben hat, ist im Gehirn fest verankert. Die Hirnforschung nennt das semantisches oder deklaratives Gedächtnis. Darüber kann man frei verfügen und es spielt dann keine Rolle mehr, wie man es sich unter welchen Umständen angeeignet hat. Dieses semantische Gedächtnis teilen wir uns mit anderen. Es ist also ein gemeinsamer Besitz. Das autobiografische oder episodische Gedächtnis dagegen ist der Ort, an dem wir unsere subjektiven Erfahrungen sammeln und durch das wir uns individualisieren und eben von allen anderen unterscheiden. Ich möchte hier noch eine dritte Form von Gedächtnis einführen,
und damit zugleich die wichtige Rolle der Mnemotechnik für die Kultur betonen. Auch hier handelt es sich um ein Lerngedächtnis, aber der Stoff, um den es hier geht, ist nicht allgemeines Lernen von Wissensstoff, sondern ein hochspezifisches Pensum, auf das alle Performer angewiesen sind, ehe sie die Bühne betreten, nämlich das Auswendiglernen von Rollen, der Umgang mit Noten und die Choreografien als Vorbereitung für die Performance auf der Bühne. Das Archiv des Körpergedächtnisses. Professionelle Aufführungen erfordern diese besondere Form von Mnemotechnik. Dieses Lerngedächtnis ist am besten ausgebildet bei Musikerinnen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen, die ein bestimmtes Programm einstudiert haben. Hier geht es um eine spezifische Kunst des Sich-Merkens und Einprägens in Form eines körperlichen Trainings, um sich einzuverleiben und vorzuhalten, was dann vor einem Publikum immer wieder abgerufen und reproduziert werden kann. Die Zeitkünste, Musik, Schauspiel oder Tanz sind Beispiel für ein immaterielles Kulturerbe, das eine besondere Kunst und Kultur der Mnemotechnik erfordert. Sie ist ein fester Bestandteil des immateriellen Kulturerbes und eine Voraussetzung dafür. Weil sie aber der Aufführung vorangeht und der Wahrnehmung entzogen ist, ist sie gewissermaßen der immateriellste Teil des immateriellen Kulturerbes. Als ein Beispiel für die Kunst dieser körperlichen Mnemotechnik möchte ich hier die Tanzchoreografin Sascha Walz zitieren, die mit ihrem Team eine eigene immaterielle Schrift, eine Körperschrift entwickelt hat, um Tanzfiguren für die Wiederaufführung als Gestalten für die Tänzerinnen erkennbar und haltbar zu machen im Archiv ihres Körpers. Sie macht darauf aufmerksam, dass Mnemosyne, also die Göttin der Erinnerung in Griechenland, ja die Mutter der neun Musen ist. Jede Muse ist in anderer Weise auf Erinnerung angewiesen. Hier im Eingang des Warburg-Hauses von Abi Warburg. Die Muse des Tanzes, die Terpsichore, repräsentiert nicht nur den Tanz, sondern wird auch oft mit Leier und Plektron dargestellt, was auf die Musik hinweist, die den Tanz begleitet. Hier kommt die Beschreibung von Sascha Walz über die Entwicklung ihrer Kunst und die Rolle der Mnemotechnik dabei, wie sie sich als eine gemeinsame Benennungs- und Erinnerungsarbeit mit ihrem Team im Probenraum verhält oder vollzieht. Hier kommt das Zitat: im Probenraum, als mystisch abgegrenzter Bezirk einer säkularen Gegenwart, zu dem das Publikum keinen Zutritt hat, erfolgt als klandestiner, also geheimer Akt, die Geburt ebenso wie die Verleihung eines Namens für eine Bewegung. Also unglaublich pathetisch ausgedrückt, die Geburt eines Namens. Also hier kommt etwas zur Erscheinung, zum Leben gewissermaßen, als eine erinnerliche Gestalt. Die Regeln dieses Zusammenspiels sind dabei von keinem Beteiligten gesetzt. Die Namen fliegen den Bewegungen zu, ergeben sich mal aus dem Libretto einer Oper, den architektonischen Gegebenheiten, dann wieder aus der spontanen Assoziation und Fantasie. Verbunden mit dem auf Wiederholung ausgerichteten Körpergedächtnis setzt sich aus Namen der Bewegungen so ein mentales Bild der Tanzfiguren und ihrer Abfolge in den Köpfen der Tänzerinnen zusammen, das dann den Ablauf der Tanzbewegungen als eine gemeinsame Aktivität sichert, koordiniert und steuert. Den Unterschied zwischen verkörpert und ausgelagert, zwischen Inkarnation und Exkarnation, zwischen physischer Präsenz und aufgeschobener Schrift hat Shakespeare, jetzt komme ich doch endlich auch noch zur Anglistik, in seinem 23. Sonett ganz wunderbar hervorgehoben. Es geht hier um einen Liebenden, den die Liebe aufgrund von Lampenfieber stumm gemacht hat. Er löst sein Problem dann dadurch, dass er statt seiner Worte einen Gedichtband überreicht. Und das tut er ja, Shakespeare, mit seinem gedruckten Sonettenband. Das Sonett 23 beginnt mit den Worten:
As an imperfect actor upon the stage, who with his fear is put beside his part. So wie ein schlechter Mime auf der Bühne, der seinen Text vor Aufregung vergisst. So fühlt sich also hier der Sprecher, und weiter unten sagt er dann: Lasst meine Werke drum an meiner Statt als stumme Mittler das in Worte fassen, was liebevoll mein Herz zu sagen hat, aber nicht sagen kann. Es wird sich besser auch nicht sagen lassen. Und dann kommt der Refrain: Mit Augen hören, so kann man, auch so kann man lesen, und das ist stets die größte Kunst gewesen. Also jetzt müssen die Augen nicht nur lesen, die Buchstaben, sondern auch noch akustisch hören können, was gesagt und gemeint ist. Shakespeare stellt hier zwei seiner Künste einander gegenüber. Die Schauspielkunst auf der Bühne als gemeinsames und verbindendes sinnliches Erlebnis in Echtzeit und den Akt des Lesens seiner Werke, der nachträglich ist und Schreiber und Leser voneinander trennt. Denn wenn das Gedicht geschrieben wird, ist der oder die Geliebte abwesend, und wenn es gelesen wird, ist dann wiederum der Schreiber, dessen Stimme durch das, ist es der Schreiber, der abwesend ist und dessen Stimme nur noch durch das Papier aus der Abwesenheit spricht. Die Bühnenkunst Shakespeares ist ein herausragendes und aktuelles Beispiel für ein immaterielles Kulturerbe und seine Sicherung. In seinem letzten Stück, dem Tempest, hat er selbst in der Rolle von Prospero von seiner Kunst Abschied genommen, wie Sie alle wissen, und sie noch einmal als das inszeniert, was sie ist, ein immaterielles Kulturerbe. Denn wenn der Bann gelöst und der Zauber der Performance vorbei ist, ist nichts mehr von dem Bühnenspektakel übrig. Es ist wie ein Erwachen aus dem Traum, ein Übergang in eine andere Welt. Hinter dem Zauberer Prospero steht der noch mächtigere Zauberer Shakespeare, der Schöpfer der Figuren, der ihre Fäden zieht und ihre Geschicke lenkt. In dieser Rolle verabschiedet sich der Dramatiker vom Theater und seinem Publikum. Das Stück, das er für die Protagonisten auf der Bühne gerade inszeniert hatte, wird dabei zum Exempel für alle seine Dramen. Our revels now are ended. These, our actors, as I foretold you, were all spirits and are melted into air, into thin air, sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft. And like the baseless fabric of this vision, wie diese substanzlose Gewebe dieser Vision, und dann sagt er, the great globe itself, damit meint er nicht nur den Planeten, die Erde, die wir bewohnen, sondern auch sein Theater, yea, all which it inherit, alle, die ihn bewohnen, shall dissolve and, like this insubstantial pageant faded, leave not a wreck behind. Und wie dieses unsubstantielle Stück, was wir aufgeführt haben, nun verblasst ist, bleibt kein Wreck behind. Wreck heißt Gestell. Und Gestell bezieht sich hier natürlich auf die Bühne und das, was an Illusionskunst auf dieser Bühne aufgebaut ist. Klarer kann man das Konzept eines immateriellen Kulturerbes gar nicht ausdrücken. Es bleibt von dem Erlebten buchstäblich nichts zurück. Tatsächlich hätten wir heute keine Ahnung mehr of the Great Globe itself, keine Ahnung mehr von Shakespeare und seinem Bühnenwerk und seinem Theater, wenn seine Schauspieltruppe ihm nicht ein ganz großartiges posthumes Geschenk gemacht hätte. Und das ist die große Folio-Gesamtausgabe seiner Stücke, die 7 Jahre nach seinem Tod erschien. Die beiden Herausgeber, John Hemingway und Henry Condell, legten den Grund für Shakespeares Nachleben, indem sie seinen Werken eine dauerhafte Form gaben. Nur deshalb werden seine Stücke heute noch in aller Welt aufgeführt und bis heute in Serien adaptiert. In diesem Jahr begehen wir das 400-jährige Jubiläum seiner ersten Werkausgabe als Material Cultural Heritage. Shakespeares Nachleben ruht auf diesen beiden Säulen, die sich gegenseitig ergänzen, auf der Sicherungsform materieller, exkarnierter Speicherung und auf der verkörperten Wiederholung auf Buch und Bühne und noch besser auf Englisch auf Page and
stage. Die Performances des Immaterial Cultural Heritage entwickeln eine verkörperte Mnemotechnik. Sie machen den Körper selbst zu ihrem Archiv. Die Mnemotechnik steht und fällt mit dem Körper. Wenn er abtritt, muss er ersetzt werden. Sonst bricht die Kontinuität dieser Kulturformen ab. Und genau diese Kontinuität ist in dem Bild von Chartres wunderbar dargestellt. Das Kontinuum, die einen mit den anderen bleiben verbunden. Sonst geht sie verloren. In einem Gespräch hat mir die Regisseurin Andrea Breth, die auch hier in Heidelberg mal an der Bühne angefangen hat, die Unerbittlichkeit dieser zeitlichen Logik des immateriellen Kulturerbes zu Bewusstsein gebracht. Sie sagte, wenn ihr einmal nicht mehr da seid, gibt es noch ein paar Bücher von euch auf dem Regal. Wenn ich nicht mehr da bin, ist das Regal leer. Die Bühne mag ein ewiger Raum sein, aber sie verewigt niemanden. Die Aufführungen sind ephemer, sie lösen sich immer wieder von selbst auf, leaving not a wreck behind, lassen nichts zurück. In diesem Sinne hat Diana Taylor auch zu ihrem Buch Das Archiv der Schriftkultur, dem Repertoire der Performancekultur gegenübergestellt. Tatsächlich fielen vor der Erfindung der Aufzeichnung von Musik und bewegten Bildern alle Performances aus dem westlichen Kulturgedächtnis heraus. Ein Beispiel: Clara Schumann war eine Pianistin von Weltrang, die von Aufführung zu Aufführung reiste und 60 Jahre ihres Lebens lang ihr Publikum auf der Bühne beeindruckte. Doch von dieser Kunst ist uns nichts überliefert. Seit die Performance jedoch technisch aufgezeichnet und bewahrt werden kann, ist der Graben zwischen exkarnierter und inkarnierter Kultur nicht mehr ganz so tief. Die Digitalisierung, die chronologisch letzte und aktuellste Aufzeichnungstechnologie, und ich erinnere Sie hier noch an die vorletzte, das waren nämlich die HDV-Kassetten, die noch analog funktionierten und auf die, ich habe schon erwähnt, die Holocaust-Erinnerung aufgezeichnet wurde, als sich in ganz großer Anzahl die Zeitzeugen zu Wort meldeten, zum ersten Mal wieder in den 90er Jahren, hier die Shoah Foundation. 50.000 Videos wurden aufgezeichnet, das ergibt 14 Jahre Spielzeit, genug Videobänder, um den Erdball damit zu umwickeln. Ja, so klang das neueste Aufzeichnungsmedium im Jahre 1995. Also jetzt, ich sage jetzt, mit der neuesten Aufzeichnungsform rücken Sie wieder näher zusammen, denn all das muss inzwischen digitalisiert werden. Sicher ist eine Videoaufzeichnung keine Performance, sondern das archivierbare Dokument einer solchen, aber erst mit Hilfe dieser Dokumente können wir dann auch eine Geschichte der Aufführungen schreiben und neue Universitätsfächer wie die Tanzwissenschaft können sich um die ephemeren Künste kümmern. Das kulturelle Gedächtnis hat sich medial erweitert. Leaving not a wreck behind? Nein, das stimmt so nicht mehr. Es bleibt ein Regal voller digitaler Aufzeichnungen der performativen Künste zurück. Buch und Bühne, Page und Stage sind inzwischen beide archivierbar. Die UNESCO hat dafür auch eine weitere Kategorie erfunden. Sie heißt Memory of the World. Und damit komme ich zum Schluss und spreche über Sicherungsformen der Dauer und Sicherungsformen der Wiederholung. Die russischen Kultursemiotiker Juri Lotman und Boris Uspensky haben in den 1970er Jahren Kulturen definiert, das waren auch unsere großen Vorbilder, Kulturen definiert als das nicht vererbbare Gedächtnis einer Gesellschaft. Kulturen beruhen eben nicht auf Genen, sondern wie die Natur, sondern auf Memen, wenn man so will. Das heißt Bildern, Tönen, Geschichten, in denen sich Gruppen wiedererkennen und über die sie mit anderen Gruppen kommunizieren. Wir haben diese Definition von den beiden dann in diese Richtung entwickelt. Jede Kultur hat die Aufgabe, ein für die Gruppe wichtiges Wissen von Ereignissen, Texten und Praktiken zu bewahren und weiterzugeben. Individuelles Gedächtnis ist immer in soziales Gedächtnis eingebettet. Und schließlich
Kein Mensch kann ausschließlich in der Gegenwart leben. Menschliches Leben empfängt Impulse aus der Vergangenheit und projiziert sie in die Zukunft. Wie die DNA in der Genetik ist die Weitergabe kultureller Zeichen, Symbole und Deutungen eben ein Langzeitprojekt, ein Kontinuum des Aufführens, Lernens, Speicherns, Weitergebens. Dieses kulturelle Gedächtnis darf nicht mit dem materiellen Speicher fixierter Daten oder Dokumente, Akten, Bilder, Bücher, Artefakte verwechselt werden, denn es entsteht und besteht erst in der Kommunikation und in dem permanenten Austausch in Akten der Aneignung und Erneuerung. Und hier habe ich Ihnen mal gegenübergestellt, dass die Dialektik von Erinnern und Vergessen eigentlich das Gedächtnis ausmacht. Man kann nicht nur immer das Erinnern thematisieren, sondern muss immer hinzunehmen die Formen des Vergessens. Und in beider Hinsicht, und das genügt, wenn Sie das hier mitnehmen, ist sowohl das Erinnern hat eine aktive und eine passive Seite, als auch das Vergessen. Denn beim Vergessen zum Beispiel kann man etwas mutwillig zerstören oder aber man kann es einfach ignorieren oder beschweigen. Das sind alles Formen des Vergessens. Und genauso ist es beim Erinnern. Das Aktive ist ein wählendes, sammelndes und das Passive wäre ein akkumulieren lassen. Und ich unterscheide hier beim Erinnern die beiden gegensätzlichen Formen des Kanons. Das ist ein willentlich, systematisch selektiertes, ausgewähltes und immer wiederholtes und das Archiv, das ist ein ruhendes, schlummerndes, sich aber materiell kumulierendes Gedächtnis. Die westlichen Kulturen haben auf materielles Kulturerbe und die Sicherungsform der Dauer gesetzt. Sicherungsformen der Dauer werden im Raum gespeichert. Sicherungsformen der Wiederholung dagegen entfalten sich in der Zeit und sie vergehen in ihr. Archive, Museen, Denkmäler und Bibliotheken sind entstanden, um als stabiler Hort der vergehenden Zeit zu trotzen und durch die Jahrhunderte gegen das Vergessen zu wirken. Umgekehrt ist die verkörperte Performance auf die vergehende Zeit ausgerichtet, denn hier steht die Präsenzerfahrung und das sinnliche Miterleben im Vordergrund. Sie löst sich von selbst wieder auf und verschwindet, wenn sie an ihr Ende gekommen ist. Um sie zu sichern, muss man sie eben wiederholen, von Aufführung zu Aufführung und von Generation zu Generation. Was in Granit gemeißelt ist, verspricht lange Haltbarkeit und was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Das ist aber immer nur eine Seite der Medaille, weil nämlich Wiederholung, Relektüre, Aktualisierung, Erneuerung und hier kommt immer die kleine Silbe Re ins Spiel und mit ihr auch die Performance, weil dieses für die Erinnerung nicht weniger wichtig ist. Das kulturelle Gedächtnis ist wie das individuelle Gedächtnis deshalb immer auf externe Anstöße und Trigger angewiesen. Denn was in Museen, Archiven und Bibliotheken dauerhaft gespeichert ist, das muss zu bestimmten Gelegenheiten getriggert, sprich immer wieder gelesen, ausgestellt, aufgeführt, inszeniert, kurz reaktiviert werden. So wie es Denkmäler im Raum gibt, gibt es eben auch Denkmäler in der Zeit. So nenne ich die Jubiläen und Jahrestage. Diese verabredeten Daten erfüllen mehrere Funktionen. Sie schaffen Anlässe für eine Wiederbegegnung mit der eigenen Geschichte, mit der Gegenwart, die mit der Gegenwart synchronisiert wird. Man wird Teil dieser Geschichte. In historischen Jubiläen versichert sich eine Gesellschaft dabei der zentralen Wendepunkte und der dauerhaften Impulse ihrer Geschichte. Diese Daten bilden dann einen Rahmen für Wir-Inszenierungen, Anlässe für persönliche Teilhabe an Veranstaltungen, Debatten, Reflexionen, die das Geschichtsbewusstsein der Gesellschaft aktualisieren und immer wieder kritisch erneuern können. Also von dem, was dauerhaft gespeichert ist und in eine immer größere zeitliche Distanz rückt, bringen diese Daten immer wieder periodisch etwas zurück und einer allgemeinen Öffentlichkeit damit auch zu Bewusstsein. Und deshalb wäre es müßig, diese beiden Motti gegeneinander auszuspielen, denn sie sind komplementär aufeinander angewiesen. Akte der Wiederholung sind immer zugleich Formen der Auffrischung und Erneuerung des Erinnerten. Und das gilt eben auch fürs Individuum ebenso wie für die Kultur.
Während es durchaus Kulturen gibt oder gab, die ihre Überlieferung ausschließlich auf Sicherungsformen der Wiederholung gründeten und diese ausschließlich in Festen und Riten repräsentieren und erneuern, gibt es wiederum keine Kultur, die ihre Überlieferung ausschließlich auf Sicherungsformen der Dauer bauen kann. Ein lebendiges kulturelles Gedächtnis braucht die Verschränkung von beidem. Was nur konserviert wird und nicht auch aktiv oder passiv Teilhabe einschließt, existiert im Speicher, aber noch nicht im Gedächtnis. Unsere Speicher sind immer größer geworden. Wir können uns immer auf immer größere Datenmengen stützen, aber wir können unser Gedächtnis nicht outsourcen. Und das hat Jochen Gerz, der Künstler, sehr klar ausgedrückt. Er ist der Künstler der unsichtbaren Denkmäler in den 90er Jahren und er hat in einem Vortrag über seine Denkmalskunst betont, damit ende ich jetzt meinen Vortrag, das ist er: Wir können uns heute von nichts vertreten lassen, schon gar nicht von einem Denkmal, denn nichts kann sich auf Dauer an unserer Stelle gegen das Unrecht erheben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.